So, schon geht's wieder weiter. Nee, ich mach gerade so eine dämliche Besen-Challenge. Voll unfair gewesen. Warum auch immer hat mein Charakter gerade aufgehört zu fliegen. Und ich habe einen Ring verpasst. Ach, ist das diese hier in Ironside? Nee. Ah, du bist schon noch weiter. Eine weiter. Okay. Revelio. Oh, hier haben wir. Was haben Sie jetzt vor? Hier haben wir so eine komische Tür. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich nicht verlieren und das Ganze nochmal machen müssen, aber. Ja, das ist egal. Nicht so schlimm, oder? Doch! Ich will immer als erstes gewinnen. Ja, nicht von nix First 3 jetzt. Andere habe ich mit First Try gewonnen. Oh. Hallo nochmal, Mr. Moon. Ich muss nur hoffen, dass diese 3 Sekunden Strafe, die ich jetzt kriege. Gladwin Moon. Hausmeister von Hogwarts. 6 Sekunden. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei mir nachher nicht den Rekord versauen. Außer mir wirkte, ich hatte eine ziemlich beunruhigende. Ach du Scheiße, wie soll man denn das kriegen? Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Hallo, fliegst du mal bitte weiter? Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass Sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, Sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte Ihre Hilfe. Den Scheiß irgendwo neu anfangen, Alter? Was macht denn das für einen Sinn, Alter, dass man den Kack zu Ende fahren muss? Anstatt einfach direkt zu sagen, ja, neuer Versuch. In jedem anderen Rennen kann man das doch auch machen, ey. Was für ein Müll. Ganz toll. Könnten Sie mir vielleicht mal einen bitte. Moment helfen? Revelio. Und von der Statue entfernen? Seltsam. Halt die Schnauze, du dämliche Kuh. Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond besser entfernt als wird. Du, ich verstehe. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Was fand Seit jenem schickselhaften Tag im Dorf gar sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Ja, natürlich will ich Einige es doch mal ihnen machen. Sind sogar in Hogsmeade verstreut. Statt zu blabbern, versucht kann ich mich jemand auch mich zu quälen. Nee, ich muss mir jetzt unter die Nase reiben, wie gut. Irrwicht gegenüber einem Bitch. Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Was ist das? Dieser hat die Form eines Dämmers. Ach so, das ist der Geheimgang. Ein Demigeist? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Ich hab ihn nicht Diese verpasst, Statuen ich bin durchgeflogen, ihr Doofköpfe. Die Monde sind Was war das denn jetzt? Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine Ring verpasst, 3 Sekunden heraus. Und nutzen ja, sie alles gegen klar. Mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, okay, mein wenn die Statuen freudig verschwinden. Darüber, dass sie beten Deshalb kriegen. Brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Warum ich? Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch das ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein. Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demigeist auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Vergessen, lang gehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von 2 Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Komme ich? Ja, ich helfe gerne. Ich helfe ihm gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora.
Und die Ausgangssperre? Hallo. Ausgangssperre? Mumpitz! Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Wie Ausgangssperre. Und das habe ich ausgenutzt. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenhaus. Immer. Man denkt immer, man ist richtig gut im Fliegen. Danke. Bis man diesen Kurs macht. Nur um dann festzustellen, ist man vielleicht doch nicht. Ja. Geschlagen habe ich dich. Na, was sagst du jetzt? Einen der wichtigsten Zauber gerade gelernt. Jawohl, ja. Ja, aber nur Level 1. Naja, du musst mehr von diesen Statuen, glaube ich, finden, ne? Und richtig nervig. Wie sieht ein Alomora aus? Ach, musst du gar nicht. Du musst nur am Schloss dran sein. Ah, das will ich nicht. Ja, okay. Oh, wat? Nutze QE. QE und AD. Um die Funken zu bewegen und die Scheiben zu drehen, bis sie bei der Sungenzahn aktiviert sind. Das öffnet das Schloss. Ich soll was machen? AD. Ach, QE und AD. Okay. Sind drin. Okay. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird sie. Also ganz habe ich die Logik noch nicht verstanden. Das ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Ich glaube, so richtige Logik gibt es dahinter auch nicht. Revelio. Alohomora. Ah, doch, ich kenne die Logik jetzt. Du musst halt beide Kreise zum Drehen bringen und dazu halt die roten und das grüne drehen. Ganz genau. Ja. Wobei das jetzt immer noch nicht wirklich eine Logik ist, weil
nicht immer ersichtlich ist, wann sich nur das eine dreht und wann sich nur das andere dreht. Doch. Sag ich gleich. Also, zumindest meine Theorie. Achieve a road pattern from the tail and bla bla castle. Revelio! Well, I should. Ach so, ich sollte hier. Ich sollte eigentlich unbemerkt hier rumlaufen. Ja, eigentlich schon. Ganz schön mutig, dachte ich mir gerade. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht hat das ja irgendeinen Sinn für dich. Revelio. Ja, hier unten ist eh keiner. Die sind alle oben im ersten Stock. Ja. Das ist schick. Ach, das wäre so eine komische Uhr. Ah, okay. Mut ist mein zweiter Freund. Revelio. Klingt. Ah, das ist ein Zweierschluss. Natürlich ist es das. Ich kenne das. Genau die Gedanken hatte ich auch. Das wird so geil, endlich kannst du Geschlösser knacken. Läufst du durch, knackst du Schloss. Und denkst du, okay, ich bin jetzt endlich im Level 1 Dings. Revelio. Und direkt danach. Ah ja, natürlich. Das Schloss, Level 2. Ist genauso wie wenn man dann in Hogsmeade unterwegs ist. Es ist so geil, ich bin in Hogsmeade, ich kann endlich die ganzen Schlösser knacken. Ja, Hälfte davon ist Level 2 und Level 3. Wenn du dann schon Level 2 gelernt hast, weil ich kann ja schon Level 2, kommt auch noch Level 3 hinzu. Ups. Kann ich ihn umnutzen? Nee. So. Dann macht man direkt hier Klatscher. Geschafft. Du kannst nicht noch mehr Wiggle Bad Potions mit. Revelio! Dann halt nicht. Ja, hier ist auf alle Fälle Schild viel los. Ah, guck mal. So, jetzt machen wir das erste Mal so eine Tür auf. 13 minus 5 sind 8. Die Spinne ist hier. Das heißt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist die Spinne. Bleibt 0 übrig. Was soll das für ein Symbol sein? Eule? Dann müsste hier oder hier der Kauz, keine Ahnung. Was müsste das sein? Revelio! Okay. Da mal 14. Hast du endlich die Lösung entdeckt, ja? Nee, die habe ich mir tatsächlich angeschaut. Wow. Beziehungsweise, Kerrigan hat die gestern erwähnt. Tatsächlich. Ganz toll. Aber da wusste ich das schon. Das habe ich hab's mir nämlich gestern früh angeguckt. Vorm Stream. Wir haben 14. Wir haben den komischen Drachenkopf. Das ist die 012. Das heißt, wir haben 14 minus 3 sind nur bei 11. Äh.
den Drachenkopf nochmal, das sind 2, das sind wir bei 9. Das heißt, das müsste das Symbol sein, die Hydra. Das Ding da. Magic. Revelio. Es geht. Ja, das war ja ein bisschen Schmutz. Revelio. Was wandert er hier umher? Was soll denn das? Ah, Schlossstufe 2. Oh. Ist das was Pisches geworden? Alohomora. So. Du gucken? Ja. Ja. Einfach den äußeren Kreis drehen, bis unten, rechts unten das Flämmchen blinkt. Ne? Damit ist er ready. Und dann musst du den einfach nur den roten Kreis drehen, bis in der Mitte das Zahnrad sich anfängt zu drehen. Genau hier. Das ist ein Wartestand. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Ja, so alles gechillt. Ja, aber man kann jetzt nicht von Anfang an sagen, okay, du musst das jetzt in die eine Richtung und das in die andere Richtung drehen, weil das halt jedes Mal unterschiedlich ist. Das meine ich. So ist halt irgendwo. Das musst du nur einmal, jedes einmal machen. Also das ist einfacher als so manche von diesen Dingern, die ich schon durchführen durfte. So. Revelio. Okay, aber jetzt habe ich hier das schon gemacht. Sehr gut. Gerade bei so... Ach, warum ist er nicht da und warum ist die Tür da auf? Was soll denn das? Oh, da ist Akio. Akio! Revelio! Na, was ist sie? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ja. Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Aphodin unterscheiden können. Revelio. Levioso. Kann man doch tagsüber einfach. Levio. Na, Tür ist ja jetzt auf. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Mal rein jetzt. Ohne dass du erwischt werden wirst oder so. Huch. Was? Ich hab die ersten Sorge nicht von. Da komme ich immer jetzt rein. Hast du gesagt, oder? Ja, du kommst jederzeit rein. Ohne. Also du wirst auch nicht erwischt jetzt, wenn du da in Zukunft reingehst. Zukunft ist das einfach nur ein ganz normales Gebiet, wo du reinkommst. Ist ja wie in der verbotenen Abteilung.
Oh, ich krieg mein letztes Besen-Upgrade. Revelio! Sich da flöchelt. Hallo, Homura. Schlösser gibt's denn hier? Revelio. Was denn hier Phase? Warum laufen die irgendwo so umher? Revelio. Muss ich überhaupt hin? Turm hoch. Revelio. Ravenclaw? Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Und Ravenclaw wäre keine gewesen. Jedenfalls nicht dieses Jahr. Ich würde auf Hufflepuff setzen. Was war das? Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. Und jetzt? Ach ja? Ja, WTF. Hau ab! Ganz wie im echten Leben, oder? Oh, das nächste Spiel sollte ich wohl genau kommen. Das sollten wir wohl. Oh. Ja, dann kommen wir nochmal wieder, wenn. Revelio! Waren hier nicht mal leer? Schloss? Oh. Stufe 3. Natürlich. Ja, ich komm später wieder. Hallo, Mr. Moon. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben.
Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Denken Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Sie erwähnten eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Ja, Alohomora 2. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Zusammen können wir dieses Geheimnis lüften. Kann ich jetzt einfach da reinmarschieren? Revelio. Ja, jetzt ist hier nichts mehr. Also zumindest nichts mehr, was für mich wichtig wäre. Was mich hindert, hier meine Arbeit zu tun. Alohomora. Doch relativ simpel kann. Zumindest das Level 1 Schloss. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie Level 2 und 3. Alles das gleiche. Ah, really? Ja. Ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Ja, ich auch. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe eine Schatzkarte gefunden, der mir sagt, fliege zu dieser und dieser Position. Dann bin ich zu der Position geflogen. Da war nichts. Jetzt habe ich ein Video geguckt. Der tut mich an eine komplett andere Stelle als auf der Schatzkarte markiert führen. Okay. Wie soll man denn dann bitte den Scheiß lösen? Wenn die Schatzkarte allein schon nicht stimmt. Revelio. Revelio. Das ist das Bad für Vertrauensschüler. Das, wo Harry das Ei geöffnet hat. Warte nicht. Da ist ein Sprungbrett. Ja, Alter. Revelio.
Revelio. Alohomora. What? Für dich. Revelio. Hier. Was ist das hier, dieser riesiger Glockenturm? Okay. Revelio. Ja, kann ich ihn usen? Oh, kann nicht. Zur Abwechslung mag ich das. Revelio. Was ist denn das für eine Tür? Okay. Revelio. Dürzt sie halt rum. Revelio. Alohomora. Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Revelio. Alohomora. Wie viele Schlösser gibt's denn hier in diesem Schloss? Revelio. Lumos. Revelio.
Ach, da war der Schmerling. Ist klar. Lumos. Rebellion. Brauchst du für diese Tür ein Arresto Momentum? Arresto momento. Grazie. Hm. Sieht irgendwie nicht so aus. Akio. Okay, dann halt nicht. Dann suchen wir halt weiter den Lehrerturm ab. Revelio. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Was soll das? So eine komische Tür? Ja, ist klar. Akio. Revelio. Ja. Jo, Haus mal angehen, aber voran. Von 16 Hausmann. Jawohl. Also wieder so eine Tür. Revelio.
Revelio. Revelio. Incendio. Confringo. Oh lol. Oh lol. Komm ich da jetzt ran? Accio. Alter. Auf den Gedanken musst du erstmal kommen. Revelio. Oh, guck mal, jetzt bin ich an der Uhr. Revelio. Oh, geht's weiter? Ah, geht es nicht. Was für ein riesiger Turm, ne? Der wird halt für so ein Glockending benutzt. Ein Uhrwerk. Revelio. Okay, so. Hier sind wir fertig. Das ist cool. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Hier ist der Glockenturm. Ach, das ist die Krankenstation. Na klar ist das. Revelio. Hier ist was jetzt voll, sind das nicht euer Ernst? Da hat man schon 36 Platz und dann ist es trotzdem anders voll. Muss man was kaufen. Ja, wohin mit dem ganzen Geld? Ja, vor dem Problem stehe ich noch nicht. Ich sag mal so, ein Besen, den ich gefunden habe, mittlerweile, der kostet 5000. Oh, weia. Das ist ja richtig Wucher. Ich habe 23.000. Da kann ich mir 4 von holen. Ja, dann hol dir doch alle Besen. Dann bist du schon mal 10.000 los. Mach ich doch schon. Der Schlapper. Ach Mann. Mehr wohin mit dem ganzen Krams. Und dann sind das auch noch so behinderte unidentified items, ey. First world problems. Ja, was ist denn daran so schwer? Du musst da bloß in deinen Geheimraum teleportieren. Ja, aber dann muss ich jedes Mal wieder zurück, um diesen Scheiß zu identifizieren. Und dann wieder los, um den ganzen Kack schon wieder zu sammeln. Und dann kommt auch noch, dann hast du hier so 10 legendäre unidentified Scheiße. Und das Einzige, was davon nützlich ist, ist ein einziges von 10. Das ist so deprimierend, ey. Ich sag ja, First World Problems. So eine Kacke. So. Aber das ist ein guter Punkt.
mich mal wieder in meine Base zu teleportieren. Dahin. Ach, als ob du jetzt wieder... So, Feder auf die Feder, Feuer aufs Feuer. Zack, weiter geht's. Ja, ganz toll. Noch ein unidentifiziertes Item. Yeah. Hey, ja, total. Müllt mir ja bloß mein Inventar voll. Himmel ist kein Platz, aber ich nur unidentifiziertes Speise. Oh oh. Ihr bastelt wieder schön. Sehr gut. Naja, ich bin wieder am Anfang. Okay. Tja, der Plan sagt, ich werde jetzt mal in Hogsmeade rumbuscheln. Weil jetzt kann ich ja Schlösser knacken. Ja, wie gesagt, du wirst enttäuscht sein, wie wenig du entdecken kannst. Auf geht's nach Hogsmeade. So, in Hogsmeade gibt es 9 dieser komischen Statuen. Sehe ich natürlich nur nachts, ne? Also du siehst sie auch tagsüber, aber nachts leuchten sie halt und dann kannst du sie einsammeln. Revelio. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ach, das ist wieder so eine komische Bescheißertruhe. Revelio.
Revelio. Incendio. Confringo. Revelio. Warum ist das eine magische Tür? Alohomora. Du gehörst Revelio. Ja, direkt die erste gefunden. Revelio. Ist weit weg. Revelio. Ja. Revelio. Wie kommt man da an den zweiten Stock? Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Natürlich nicht. Revelio. Alohomora. Revelio. Oh, soll ihn slowen. Ups. Ach, das ist der.
Ich wusste nicht, dass Schmetterlinge von Schätzen angezogen werden. Der Schlunzo-Bäcker hier. Revelio. Nicht, oh, Glaze, es ist ja nicht zum Slow. Oh. Ja, ja, ich schwöre, ich kenn mich aus mit den Zauberbrühen. Revelio. Jo. Ist ein Mandrake. Ich auch so gesagt. Nein, du nicht. Alter, wie groß Hogwarts Hogmeade ist. Wenn du in jedes Haus rein musst. Auf geht's nach Hogsmeade. Revelio. Alohomora. Du gehörst mir, Danny Geiss. Oh, da ist wieder einer. Revelio. Wo bist du? Da bist du. Möchtest du nicht einfach herkommen? Das wäre echt nett. Nein, nein, nein. Revelio. No one Ashrine after they released. Mann, ey, ist das nervig. Ja, alles klar. Revelio. Ups. Revelio. Da flattert was. Man Wingardium Leviosa. Accio. Revelio. Le 25. Lumos. Doch was anderes außer Potificus Totalus. Revelio. Lumos. Was ist das denn? Ach ja. Nervt mich nicht. Revelio. Okay. Damit habe ich alle dunklen Zauberer fertig. Oh. Und ich habe alle Dueling Feeds fertig. Yay! Jetzt muss ich keine Duellaufgaben mehr machen, weißt du, wie geil das ist?
kann ich einfach alles töten, was mir in den Weg kommt. Und ich bin fast Level 35. Ja, ich bin gerade 25 geworden. Ja, geht doch voran. So, jetzt muss ich nur die ganzen Kissen finden. Alles looten. So. Revelio. Allo Homora. Was bist du denn, Alter? Du gehörst mir, Demigeis. Revelio. So, wo waren jetzt die dämlichen Glocken? Darf ich jetzt in Ruhe meine Glocken bin? Ja. Ja, das findest du wieder lustig, ne? Ja, das ist genau meine Mur. Ja. Revelio. Verschlossen, da kann man gar nicht rein. Das ist das Haustiergeschäft. Revelio. Ja, was macht das Buch denn? Akio. Revelio. Revelio. Na gut, hier war ich ja schon. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Schön, dass diese Trolle mir mein Gebüsch zertrampeln. Das ist mein Leben. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh ja, gut. Verkaufen. Das ist die Kondonk. Den muss ich mir jetzt angucken. Sehr gut, dass sie den Kobolden eine die Abreibung verpasst haben. Und er sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Jetzt noch was Schickes drunter gezogen, zum Beispiel schicke weiße Klamotten
Oh ja. Mhm. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Nice. Ich bin jetzt auch schon bei 6000 Gold. Noch einen schicken Schal dazu. Ja, den. Was für ein Gentleman. Hallo. Rar. Exploration. Was habe ich denn jetzt explored? Ach so. Revelio. Was geht denn hier ab? Ooh. I like that. Friedhof. Oder so eine Augentour? Ja. Revelio. Was? Warum kann ich nicht da rein? Revelio. Und vielleicht soll ich erst einmal nach Hogsmeade und meine Sachen verkaufen. Na? Nein, Revelio. Erst nach Hogwarts. Blasphemie. Oh, da schwebt ein Buch. Erst nach Hogwarts. Akio. Die Sachen entschlüsseln und Revelio. Dann nach Hogsmeade und den Müll verkaufen. Oh, es ist geil, Luft zu holen, ohne dass der Zahn wehtut. Hallo, bitte schauen Sie sich in Ruhe um. Revelio. Das heißt, eigentlich ist der Nerv schon tot, oder? Weil nee. Leute, die Betäubung nachgelassen haben. Also ja, die Betäubung hat nachgelassen. Tot ist er noch nicht. Das geht ja auch nicht so schnell. Aber er beruhigt sich halt jetzt so langsam. Wow, ich habe tatsächlich Handschuhe gefunden, die besser sind. Wie lange musst du noch durchhalten, bis du ins Bett kannst? Wieso? Theoretisch war ich die ganze Zeit schon schlafen. Ja, weil du gesagt hast, du schläfst nicht wegen betäubter Zahn und so. Ja, nee, also jetzt kann ich wieder schlafen. Ah. Die Betäubung ist lange weg. Alles gut. Revelio. Ist es schon wieder Tag? What the fuck? Ja. Frag mich. Voll nervig mit dem Tag. Du denkst doch, okay, es könnte vielleicht noch Nacht sein, weil es eigentlich noch extrem dunkel ist, aber es ist schon nicht. Es ist schon ein Tag. Revelio. Hab ich denn hier Level 3? Was hab ich denn für tolle Level 3 gekriegt? Increases damage by our plants. Mandrill. Auf geht's nach Hogsmeade.
was habe ich hier noch? Ancient Meter Fill Rate. Damage mit Kruzio. Die Findo kann in den Fall nehmen. Ich noch nicht weiß, ob das nicht stackt. Dann nehmen wir einfach das hier. Richtigen. Zack. Der Insel an, als ob so der Gerechtigkeit der Mühe getan würde. Dafür gab's nicht Hief mit. Alle guten Dinge sind drei. Revelio. Wie ich höre, haben Sie im Wald einen kleinen... Hallo! Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Wie kann ich heute behilflich sein? Ist gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Revelio. Eine Runde Tierchen gucken. Und ah, tatsächlich kannst du sehen, wo du reinbrechen kannst an den Schlössern oder nicht. Cool. Revelio. Die Schlösser sehen unterschiedlich aus. Das hier ist ein Stufe 1 Ding. Ja, das ist so klein und rundlich. Und das ist mindestens ein Stufe 2 Ding. Das ist so quadratisch. Das ist sogar Stufe 3. Also allein schon vom Schloss her kannst du schon sehen. Hallo Homora. Das ist ein höheres Schloss. Ach, was für Details die halt geachtet haben, ey. Dass es dafür extra eigene Model gibt. Revelio. Revelio. Jawohl, Handbuchseiten in Hogsmeade alle eingesammelt. Revelio. Warum habe ich da noch mehr? Es gibt mehr Seiten als Fossil Chief und Ghost. Revelio. Ah, ich sehe. Revelio.
mein Schirm. Es blinkt hier doch noch. Revelio. Revelio. Das ist Ollivanders. Die Stufe 2 Schlösser haben auch alle eigenes Modell. Du gehörst mir, Demigeist. Oh, what? Was für ein Demigeist? Da oben. Revelio. Ja, Stufe 2 Schluss. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Es gibt eine Demigeist-Statue im große Halle. Also ich glaube, es wäre ganz schön, wenn sie sowas wie eine Uhr einblenden könntest bei der Minimap irgendwo da oben. Damit du weißt, ob Nacht ist oder nicht. Aber eine Uhr ist, glaube ich, wieder so ein Muggelding, ne? Revelio. Hallo, Homura. Revelio.
Du bist 2 Fragezeichen. Ach ja, 2 Fragezeichen. Eine 9. Und das Einhaut ist 1. Das heißt, da sind wir schon mal bei 8. Und was ist das für ein komisches Ding? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, ich brauche eine 1. Das ist eine Mal. Awesome. Revelio. 22 minus 12 ist 10. Und die komische Spinne ist 0, 1, 2, 3, 6, 7. Was ist ja wahr? 8. 10 minus 8 ist 2. Teil da, okay. Revelio. Oh lol, was habe ich gemacht? Oh. Es ist ein Gorgonenporträt. Revelio. Natürlich tut mich das versteinern. Alter. Und du kannst es ja immer noch antatschen. Ja. Kann man damit irgendwas machen, außer sich selbst umfallen lassen? Okay. Nur ein... wie ein Easter Egg-Gimmick? Keine Ahnung. Revelio. Lumos. So, jetzt noch Hogsmeade. Revelio. Und einmal mit ihm quatschen. Er hat mein letztes Upgrade. Mal sehen, wie der Besen dann wutscht. Aber ich finde Zähne auch immer wieder faszinierend, ne? Ich habe echt vermutet, dass die Zahnschmerzen von einem anderen Zahn kommen, als der, der es am Ende geworden ist. Naja, das liegt einfach daran, dass die Nerven so nah beieinander liegen. Ja, ich finde das halt total faszinierend. Hallo, hier war ich schon. So, ich habe gerade 7500 Galileonen ausgegeben. Ja, für das Besen-Upgrade. Weil das kriegt man natürlich nicht umsonst. Auch wenn man die ganze Arbeit für ihn gemacht hat. Vielleicht ist es ein Vorzugspreis. Du weißt ja nicht, was die anderen bezahlen müssen. Ja. Revelio. So, jetzt habe ich wieder ein leeres Inventar. Lumos. Jetzt sollte man mich nicht mehr so schnell nerven, weil mein Inventar voll ist. Aber auch ein Schmarrn, den man da kriegt. Revelio. Geht es nicht nach unten. Da geht's rum. Revelio.
Ah, da ist der Schlüssel. Okay, okay. Revelio. Oh, Sebastian, Alter. WTF. Wunderbar. Jetzt komm doch mal runter. Revelio. Jetzt ist Tag, das war schlecht. Tage kann man ja so viel vergehen lassen, wie man lustig ist. Revelio. Hat ja jetzt keinen Einfluss. Alohomora. Revelio. Incendio. Okay. Revelio. Ja, fangen wir wieder an. 10 minus 2 ist 8 und... Alter, ich brauche Licht. Lumos. Oh. Kann ja Licht machen. Ja. 10 minus 2 ist 8 und Nummer 2 ist 6. 1, 2, 3, 4, 6. Das bist du, der Salamander. Sieben und drei sind vier und eins ist drei. Eins, zwei, drei, Hydra. Revelio. Okay, hier ist aber nichts. Ich dachte, da wäre mehr. Revelio. Alohomora. Ja, Sebastian, ist ja okay. Revelio. Sebastian, sei lieb.
Wir machen doch alle das Gleiche. Hier war ich schon mal. Man liebt Fleisch. Mehr Schaden auf Imperium. Das gefällt. Revelio. Revelio. Spielt er da als kleine Nachtmusik? Super strange. Müsste demnächst anfangen zu kochen. Ich habe mir sogar frische Champignons besorgt. Ah, mach ich auch immer. Mach ich mal Rahmchampignons. Ja, genau, habe ich auch gemacht. Ich habe mir noch Rahm-Champignon-Soße geholt. Ich muss mich immer noch entscheiden, Revelio. Ob ich dann ich habe auch so eine fertige Spätzle-Dings geholt, wo du einfach nur ein bisschen Wasser und die Spätzle dann halt anbraten musst. Mhm. Oder ob ich halt Nudeln und so selber mache. Revelio. Jetzt findet man hier diese ganzen Schlösser, ey. Die aufzumachen. Ja, ich weiß. Hab ich auch schon gemacht. Revelio. Levioso. Kriege ich denn da keinen Fortschritt mehr? Bei den Handbüchern. Sag mal nochmal. Ah, weil ich die Herausforderung fertig habe. Aber du kannst ja noch mehr sammeln. Ich habe 96 von 150.
Puh, können ja nicht mehr so viele sein. Wo ist das eigentlich alles? Hogsmeade. In Hogsmeade fehlen mir noch 4 Stück. Und mir fehlen noch 24. Also insgesamt? Ja. Oh, krass. Aber vieles sind halt jetzt Seiten, die du halt nur mit Alohomora 3 und so bekommst. Und ich habe gerade gar keinen Bock, diese dämlichen Demigeist-Statuen zu sammeln. Das ist ein bisschen Pain in the Ass. Ja, ist es. Und das ist nicht mal das Problem, dass man die nur bei Nacht sammeln kann. Ich meine, du kannst ja... du kannst ja die jederzeit Nacht wache. Genau. Aber... das Dämliche ist halt das Finden selber. Wenn du dir diese gigantische Karte anguckst und klar kriegst du Hinweise, in der Stadt hast du den Demigeist gefunden, in der noch nicht und so weiter. Ja, wow, hast du in Hogwarts, hast du 9. Wow. Ja. Wie groß Hogwarts ist. Und es hilft halt null weiter, so, und das ist halt so ein bisschen nervig. Ah, und meine Hausmarken habe ich auch schon 11. Ja gut, die habe ich ja schon alle. Ah, 4 Demigeist. 4 Demigeist-Statuen habe ich schon. Wann gibt es das nächste bei 9, ne? Ja. Ach, ich glaube, Expelliarmus bringt mir bei Spinnen nicht so viel. Ja, es macht halt Schaden, aber nicht so viel wie ein anderer. Hat ja keine, genau. Haben ja keine Waffen. Ja. Und Arresto Momentum bringt auch nicht so viel. So. Würde ich die lieber einfrieren. Okay, aber ich glaube, ich mache Schluss für heute. Ei, doch schon. Du hast in 6,5 Stunden. Ja, und? Ja, was und? Ich muss mir noch was zu essen machen. Ich bin schon 6,5 Stunden. Ja, ich auch. Vielleicht können wir die 7 noch voll machen. Aber ich bin ein bisschen erschöpft vom ganzen Suchen hier gerade, muss ich ehrlich gestehen. Dann mach doch einfach ein paar Quests. Und such nicht so viel. Da habe ich ja nicht mehr so viel. Ja, dann mach doch einfach noch eine Hauptquest oder so. Ja, Dings würde mich halt interessieren. Hier. Tierwesen. Biest? Na, dann mach das doch. Damit man die Tierwesen halt freischalten. Ja. Und lass mich raten, wenn ich das gemacht habe, dann tauchen auf der Karte die ganzen Tierwesen-Symbole auf, die ich fangen muss. Nee. Die hast du doch schon, oder nicht? Diese ganzen Pfoten? Ja. Ja, das sind die, wo du Tierwesen fangen kannst. Ah, okay. Ein Astronomie-Altar muss ich finden. Okay. Ja, das ist auch cool zum Beispiel. Das hat auch voll Spaß gemacht. Keine Ahnung, wo der ist. Machen wir erstmal Tierwesen. Ja. Das klingt wenigstens nach... Ach ja, ich muss wieder warten, weil ich wieder Nacht bin. Ich verstehe voll, dass das Suchen halt irgendwann auch anstrengend wird. Das geht mir ja auch so. Willkommen allerseits. Aber ich mach dann einfach Sie haben schon Quest. Einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen oder sage, okay, ich mache jetzt einfach alle. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, ja. Wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen so cool. umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweetie, ja. Würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo. Was sind das für komische Knäuel? Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal.
Alle Tierwesen hier sind ungefähr... Oh nein! Miss Sweeting, passen Sie bitte auf! Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es noch aus Ihnen... Knuddelmuff? Ja, Professor. Hier, du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Die Tribbles der Zaubererwelt. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Die sind so cool. Oh, und denk an was Schönes. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Tippe. Ach, das brauchst du auch noch für Zauberset. Alter. Das meinte ich mit, es sind nachher so viele Zauber. Erstmal wird der Knuddelmuff gebürstet. Na. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Natürlich gibt es noch Tierwesenfutterzauber. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Ach, ich wollte gerade sagen, ne? Lässt das Futter von dem Viech rumschweben. Das freut mich. Aber er hat ja diese riesen Zucker. Das ist der Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben. Alter, fette Katzenviecher. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Blödes Vieh. Was in Merlins Namen machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Dieser Schlüfferin wollte gerade der Katze die Schnurrbarthaare aushauen. Ja. Den kann man ruhig mal eine knallen. Komm. Ja, streicheln. Schnur. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Was soll ich jetzt als nächstes tun, Professor? Helfen Sie Miss Sweeting im Knieselgehege. Sie wird Hilfe beim Bürsten und Füttern brauchen. Sie werden sehen, es ist ganz ähnlich wie bei den Knuddelmuffs. Kann ich da rein? Oh ja. Bürste an Kniesel. Oh, dann gibt es auch noch Weibchen und Männchen. Ja, naja, rate mal, was du noch machen kannst. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint, unsere Zeit ist abgelaufen. Das ist Pokémon für Zauberer. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Na toll. Toll. Sind Sie ja. Ich würde Sie gerne sprechen. Indirika Knuff. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Tierwesen. Wunderbar. Ich nervös. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege.
Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Hey, hier drüben. Na los! Was will sie jetzt? Brauchst du etwas, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher der Erste. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Ach so. Nee, ist es nicht. In den Wald. Was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Alles. Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. 70%, jetzt geht's aber schnell. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Jetzt geht's aber schnell. Ja, was denn 70%? Questen? Ja, insgesamt jetzt. Krass. Ja, es geht voll schnell jetzt. Bleib zurück. Hippogriff. Das ja, ist Wolkenschwinge. Cool. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen, bevor du dich näherst. Ich wollte gerade sagen, muss ich mich erst verbeugen? Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Alter, da kommt ganz schön Staub raus, wenn ich die bürste. Und? Was hältst du von Wolkenschwinge? Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut.
Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein wilderer Problem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Und jetzt? Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Als Schlösser dran. Was haben Sie jetzt vor? Und jetzt? Jetzt bist du fertig. Nee, das ist Tierwesen, darf mit den neuesten und besten Nebenprodukten. Und da gab es, glaube ich, bloß Zeug, was von den Tieren fallen gelassen wird. Aber irgendwie ja. Muss ich doch meinen Geheimraum. Geheimraum. Das kommt noch. Aber du hast jetzt die Quest damit angefangen, die Questreihe. Verschlossen. Ist das jetzt irgendwo so eine Nebenquest geworden? Revelio. Oh.
Meine Mutter hat... Alohomora. Revelio. Nix. Eine lumpige Kiste. Hallo, komm. Revelio. Hier gibt es viel zu sehen. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio. Hm. Wieder einen gefunden, aber es ist nicht Nacht. Ja. No problems. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ich scheine hier einen hüpfenden Topf zu bauen. Dieser wird mal ein kleiner, braucht regelmäßig einen zufälligen Trank. Easy, nur mit. Nichts ist schöner, als genau das Richtige zu finden. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann. Es ist Nacht. Und wir schnappen uns unseren kleinen Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Ich glaube, hier oben war ich schon. Ja, die Kiste habe ich schon aufgemacht. Gut, dass ich über die Ferien nicht im Schloss bleiben muss. Das macht mich die beweglichen Treppen nervös. Thank you.
Nichts. Ein Fupa ist ein wunder Vogel, dessen Lied Menschen verrückt machen kann. Aha. Sobald du den Schnappsack freigeschaltet hast, was ist denn der Schnappsack? Klingt zum Tiere fangen. Ja, ist schon klar, aber vermutlich durch Hauptquest, ne? Mhm. Ja, okay. Dann bleibt dir nur noch die letzte der drei Hauptquests übrig. Revelio. Hallo, schön Sie zu sehen. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Revelio. Natürlich. Hallo, Homora. War ja auch eine Geheimtür. Du gehörst Revelio. Da ist direkt noch so ein Vogel. Perfekt. Die Leute reden immer noch davon, wie sie den Troll auf dem Dorfplatz besiegt haben. Das hat Eindruck hinterlassen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Renrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Renrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein.
Auch so jung wie ihnen. Wenn sie allerdings Informationen suchen, um Ranrok in Schach zu halten, ist Lodgok ihr Verbündeter. Wissen Sie, an was Ranrok und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Revelio. Ja, das sind alles Zweier- und Dreier-Schlüssel hier. Wo muss ich denn hin? Man möchte. Hallo! Ich hoffe, der Druck zu sehen. Gleichfalls, Amit. Willkommen am Eberkopf. Setzen Sie, wo Sie wollen. Du gehörst mir, Demigeis. Oh. Perfekt. Revelio. Kann ich bei etwas behilflich sein? Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrok. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut, vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrok seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Kobold-Relikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sachbuch liegt. Ja klar, fliegen wir mal eben 3700 Meter. Alter, weiter ist. Ranrok und ich haben uns über die gesamte fucking Map. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Noch weiter hätte man echt nicht bringen können, ey. Na gut. Ich beschaffe das Relikt. Wenn Sie mir dafür Ranroks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Das Grab. Okay. Da war ich ja vorhin schon. Nee, es ist nicht das Grab. Revelio. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll?
ein wertvolles Erbstück, bekannt als Oertkotts Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Kobolde glauben, dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Revelio zum Grabmal reise. Hm. Ah, das sind Hunde, die ist da unten. Okay. Ah, wir können auch schneller rennen. Ja, perfekt. Schneller rennen ist schon mal ein positiver Fortschritt. Was, schneller rennen? Wann kannst du schneller rennen? Ja, wenn ich diesem komischen Kobold folgen muss, dann gehen die nur, anstatt zu rennen. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Und du musst dann quasi Ja, du musst selber rennen halt. Die Shift-Taste drücken, damit er halt anfängt zu rennen. Ja. Revelio. Wenn du losrennst, rennt er auch los. Er richtet sich da ganz mit dir. Ja. Tun sie. Sie können sich ja gar nicht. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Was macht diesen Helm denn so besonders? Oertkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte passen Sie auf. Ja, erwarte meine Rückkehr. Am Morgen des dritten Tages. Ich habe nur 12 Heiltränke. Das ist nicht so besonders viel. The fuck, was war das denn? Oh, ich habe noch eine Raune geschmissen aus Versehen. Yay. Yeah. Schlossen. Konflikt! Revelio. Ach, das sind wir diese. Motten. Seltsam.
Revelio. Bei Merlins Bad. Revelio. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter suchen. Revelio. Confringo. Revelio. Lumos. Revelio. Immer scheiße, wenn man uns auf den Rücken juckt. So. Dafür gibt's Rückenkratzer, aber ja, ich fühle das. Ja, hab ich, da hab ich ja einen da. Ich nicht. Bei mir muss dann die Wand herhalten. Wie so ein Bär. Ja. Probier's mal mit Gemütlichkeit. Ganz genau. So ungefähr sieht's dann aus. Und geht Reparo? 45 Stunden. Hätte ich gar nicht gedacht. Vingardium Leviosa. Bin schon bei 50. Aber irgendwie ist es komisch. Confringo. Defindo. Depulso. Willst du mit mir gerade? Vielleicht. Ich habe schon überlegt, ob einer von den Violetten da ist. Vielleicht kann ich die Tür mit einem Zauber öffnen. Aha. Revelio. Lumos. Revelio. Oh, ist er? Lumos. Revelio. Ich mag ja so Schalterrätsel, wenn die so Mechaniken ich glaube, bewegen. Hier ist noch jemand. Wie, hier ist noch jemand? Revelio. Confringo.
Incendio! Revelio. Noch jemand hier zur Party? Revelio. Kiste. Revelio. Accio. Komme ich denn an die Kiste? Revelio. Hast du die Kiste hier gemacht? So, ich hab's ja auf dem Handy. Leviosa. Ich denke, irgendwie habe ich die bestimmt gemacht. Aha. Revelio. Ich kann halt nirgendwo hoch. Ah doch, hier kann ich hoch. Lol. War auch der Meinung, dass ich irgendwo hochgesprungen bin. Einfach so. Ja, aber danke fürs Nachschauen. Revelio. So, wir sind bei ganz chaotischer Kochstunde. Lumos. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ließe es sich vielleicht drehen. Impulsum! Aha. Revelio. Lumos. Also er bringt dich schon mal hier hin. Das kann schon mal nicht falsch sein. Aha. Lumos. Revelio.
Das sieht doch mal wieder mega spannend aus. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. Accio. Wingardium Leviosa. Gut. Revelio. Bisschen creepy. Accio. Revelio. Wieder hoch. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Man muss näher heran. Nur wie? Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Was für den Umhang. Ach ja. Revelio. Überhaupt nicht creepy. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Revelio. Nach unten. Das ist der einzige Weg. Impulso. Revelio. So ein Schweber. Oh, puh. Revelio. 20 Uhr. Speichern. Die Sammlerhöhle. Klingt schon suspekt. So, nichtsdestotrotz,
jetzt ist wirklich Schluss. Mitten im Schulzenteil. So, 7 Stunden hinter uns. Haben wir ein ganz schönes Stück von Hogwarts erledigt. Meine Fresse, aber die Karte sieht halt immer noch riesig aus. Oh, ich habe wieder irgendwas gemacht. Fertig. Ich würde sagen, läuft. Denn wir sind durch für heute. Morgen geht's wieder weiter mit World of Warships. Ja, schöne Wochenendquest wieder. Juppdiduda. Ansonsten bleibt mir zum Schluss wie immer nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns morgen wieder. Bye, bye.